Die Reise ins Innere der Trauer, Teil 27b. Einige Zitate. Zitat 1. Liebe, eine vorübergehende Geisteskrankheit, die durch Heirat heilbar ist oder dadurch, dass man den Patienten den Einflüssen entzieht, unter denen er von der Krankheit befallen wurde. Ambrose Bierce, amerikanischer Satiriker und Journalist. Zitat 2. Jemand lieben heißt, als einziger ein für die anderen unsichtbares Wunder sehen. François Mauriac. Zitat 3. Das heißt wirklich lieben, jemanden beleidigen und verwunden, um ihn zu bessern. Michel de Montaigne. Zitat 4. Religion ist Opium für das Volk, eine Art geistiges Getränk, in dem die Sklaven des Kapitalismus ihre Menschlichkeit und ihr Sehnen nach einer anständigen Lebensform ertränken sollen. Wladimir Iljitsch Lenin. Zitat 5. Nicht die Religion, die Revolution ist Opium für das Volk. Simone Weil. Zitat 6. Was aber ist denn das Religiöse? Der Gedanke an den Tod. Thomas Mann. Zitat 7. Religion ist ein Prisma, von dessen 7 Farben sich jeder seine Lieblingsfarbe wählen mag, alle aber rühren nur von einem Sonnenstrahl. Carl Julius Weber. Zitat 8. Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Schleiermacher. Zitat 9. Ich bekräftige, dass das kosmische, religiöse Gefühl das stärkste und nobelste Motiv der wissenschaftlichen Forschung ist. Albert Einstein. Und Zitat 10. Ein umgedrehter Becher wird sich nie füllen. Qassab Abul Abbas, iranischer Sufi aus dem 2. Jahrhundert. Weiter im Programm. Ist es in Wahrheit nicht absehbarer Wahnsinn, Hunderttausende unbeweibter Flüchtlinge im heißblütigsten und potentesten Alter ins Land zu lassen, dann aber nun heuchlerisch sie zu ermahnen, doch bitteschön auf jeden Fall die Finger von der deutschen Frau, am besten von Frauen allgemein, zu lassen, wenn man bedenkt, wie aufreizend und attraktiv nahezu jede junge Frau im reichen Wohlstandsland Deutschland, wenn auch der Reichtum hier sich ungerecht verteilt, sich zu kleiden und sich zu schminken weiß. Wenn man bedenkt, dass die meisten der jungen Männer weder WLAN noch Hotspots haben, wenn jedes Akkuladen zum Problem wird, wenn ihnen das Geld fehlt, genauso wie es an Zimmern für Privatheit mangelt. Ja,
Und wenn es ihnen nicht mal vergönnt ist, zur Entspannung beispielsweise eine Erotik-Website aufzurufen und herunterzuladen, eben weil mehrere Umstände dies oft verhindern. Gleichzeitig zieht die Haute-Volée, seien es nun gewisse frühere VW-Oberverantwortliche in Brasilien oder Managergruppen deutscher Versicherungen in Ungarn, seelenruhig ihr Sex-Entspannungsprogramm auf sogenannten Dienstreisen, Weiterbildungsseminaren oder bei Auslandskunden Rekrutierungsfahrten höchst vergnügt seit vielen Jahren durch. Und was dort an tatsächlichem Grab her by the Pussy in Wahrheit oft auf Kosten des Steuerzahlers in der Wirklichkeit umgesetzt wird und geschieht, statt nur mündlich stattgefundenem postpubertären Locker-Room-Talk, also Umredegeschwätz in Amerika, über das tatsächlich begangene, meinetwegen sogar unmoralische, darüber schweigt die Journalie weltweit, solange es geht, und sie veranstaltet, so es herauskommt, wie bei Herrn Trump, auch keine mediale Hexenjagd. Selbst der äußerlich, Verzeihung, immer irgendwie an die Zeit zwischen 33 und 45 erinnernde CSU-Oberboss Franz Josef Strauß, gescheiterter Bundeskanzlerkandidat und gescheiterter Regierungschef von Deutschland, der bei öffentlichen Kundgebungen immer derart schwitzte, als käme er gerade von der 31. als Scharfrichter selbst von ihm vollzogenen Hinrichtung, der Vollstreckung beispielsweise an Ratten und Schmeißfliegen etc., ein Herr Strauß, Metzgersohn und 1-0 Abiturient, sowie ausgebildet im Münchner Maximilianeum, ferner auch der lateinischen Sprache kundig, selbst dieser brachial aufschäumende CSU-Urgestein-Cappuccino mit viel Schaum, aber wenig Feingefühl, Charme und Grandezza, irrte sich in zwei Punkten. Erstens, dass rechts neben der cäsarisch-sozialen Union, denn dafür steht doch das C in CSU, oder? Keine weitere Partei jemals an die Macht kommen dürfe oder käme. Zweitens, dass selbst ehemalige Spitzenpolitiker wie er bei New York-Reise Anfang der 1970er Jahre in Wahrheit auf Nuttentour im Central Park ihre Brieftasche mit vielen Greenbacks und D-Mark-Scheinen damals noch beraubt werden können, was dann damals auch tatsächlich mit ihm geschah und was der gute Franzl noch so alles mit Bäderkönigen, mit Flick und Konsorten trieb, wobei Asteris sich immer mehr die Gesundheit ruinierte, bis es dann 1988 im Oktober zu spät war, ein solches ahnte schon der Eidlateiner im Zitat Stultum facit fortuna, quem vult perdere, töricht macht das Glück, wen es verderben will. Oder quod licet Jovis, non licet bovis. Was Jupiter erlaubt ist, ist nicht dem Ochsen gestattet. Wenn europaweit verflixt nochmal hunderttausende Flüchtlinge im schwellfähigen Alter, ob berechtigt oder unberechtigt eintreffend, ist nach christlichem Gebot der Nächstenliebe im angeblich immer noch christlichen Abendland unter humanitärem Gesichtspunkt bedeutungslos, wenn diese Menschen,
die ebenso Herz, Seele und Geist haben wie wir und deren Hauptsünde allzumeist das Sehnen nach einem besseren, sicheren, menschenwürdigeren Leben ist, weil speziell die ökonomisch potenten Staaten des Reichen Westens, also wir, in Afrika, Asien, teils auch in Lateinamerika, durch Egoismus, Billigstproduktion, Diktatorenunterstützung, durch Raubbau und Ausbeutung, sowie mittels ökonomischer Versklavung, Stichwort IWF und Weltbank, betrügerischer Grenzziehung à la Sikes Picot, durch partielles Schüren, Mitmischen und Aufrechterhalten brutalster Kolonial- und Ausbeutungskriege seit insgesamt über einem Jahrhundert maßgeblichst hier im Westen mitbeteiligt sind an der Schaffung millionenfachen Elends. Dann sollten wir und speziell die Verantwortlichen im Westen auch schleunigst dafür sorgen, dass erstens die Flüchtlinge gerecht auf alle und nicht nur auf 3 bis 4 Länder der Europäischen Union verteilt werden und sie zuvor bestenfalls registriert werden müssen. Obergrenzen existieren bekanntlich in jedem begrenzten menschlichen System. Zweitens, dass die dahintersteckenden eventuellen Europa-Destabilisierungsprogramme, Stichwort Hutenplan der neuen Weltordnung, mit an der Spitze stehenden mutmaßlichen Hauptverantwortlichen für Deutschland, Frau Dr. Angela Merkel, sofort gestoppt werden. A. Durch tatsächliche Ursachenbekämpfung der Fluchtgründe in den betreffenden Heimatländern der Flüchtlinge und B. durch Zwingung beispielsweise der ultrareichen arabischen Staaten zur Aufnahme ebenfalls großer Kontingente an Fliehenden und zur Zwingung zu menschenwürdiger Aufnahme und Hilfestellung. Und drittens, und somit sind wir wieder beim menschlich-vital-erotischen Triebaspekt. Schnellstens sollten sich die Verantwortlichen in Bund und Ländern darüber klar sein, was vor ihnen schon Napoleon, Alexander der Große, auch Hitler wussten. Und zwar abzüglich ihrer sonst menschenunwürdigen Schlechtereien, hier einmal im positiven Sinne gemeint, dass bei großen Ansammlungen bzw. Kasernierungen und langen Zwangsaufenthalten, speziell junger Männer, auf engem Raum, automatisch auch, gerade eben, um Übergriffe aller Art zu vermeiden, für eine geregelte Triebabfuhr unbedingt gesorgt werden muss. Da ein wohlschmeckendes, massentauglich, nebenwirkungsfreies, ungefährliches Soma, wie bei Aldous Huxley, noch nicht existiert, haben die Einkasernierer, Wegsperrer und die Flüchtlinge keine sinnvolle Arbeitgebenden, die Pflicht und Schuldigkeit. Die oben benannten Feldherren lösten damals das Problem durch mitreißende Kurtisanen, Erotikexpertinnen, Spezialsklaven und Feldbordelle etc. auch heutigen Flüchtlingsmassen Mittel und Wege zu erlauben, ihrem als junger Mensch von der Natur so stark eingepflanzten Sexualtrieb auf noble, unspießig tolerante Art kostenfreie Sekretentladung zu gestatten. Eben damit keine Gefährdung und Jagd auf ahnungslose Frauen und Mädchen, gleichgültig welcher Nation, stattfinden muss.
Natürlich können jene subventionierten Triebabfuhrmaßnahmen und Erleichterungshilfestellungen keine spätere, hoffentlich bei allen Traumatisierungen bis zu 70% erfüllendere Liebesbeziehung ersetzen. Aber zumindest wäre der jetzige unbefriedigende Zustand, trotz damit verbundener Zusatzkosten, um entscheidende Stufen auch bei diesbezüglicher Einbeziehung bekannter Internetseiten verbessert und abgemildert, befriedigter und entspannter. Der berühmte Satz von Andy Warhol, das wahre Leben beginnt erst mit 40, wenn man mit dem Sex durch ist, und ob der Satz stimmt, ist eine andere Frage, gilt nicht für die Mehrzahl der viel jüngeren Flüchtlinge und ganz besonders nicht für folgende traurige Tatsache. Von den ca. 30.000 Flüchtlingskindern, die allein im Jahr 2015 in Berlin Schutz und Obdach suchten, viele waren auch allein angereist, davon sind 10.000 Kinder spurlos verschwunden. Unser aller Fantasie wird nicht ausreichen, um auch nur anzudeuten, welch grausames Schicksal den allermeisten dieser unschuldigen Kinder die Chance auf ein eventuell einigermaßen normales Leben in ihrem Ankunftsland raubte. Ich gehe jetzt absichtlich nicht ins Detail. Jeder von uns selbst ahnt, welche Abgründe an Folter, Missbrauch, Ritual und Qual für diese so bedauernswert unglücklichen kleinen Wesen in dieser ach so aufgeklärten humanen, unter der Oberfläche aber solch krank pervertierten Welt sich auftun. Und zumindest in dieser Welt, das so Verbrecherische von uns Sterblichen hier nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Man müsste Gott sein, um dies zu tun. In welch hohem Maße speziell die Berliner Polizei hierfür unterbesetzt, kaputtgespart und durch verschiedene in Berlin ansässige Verbrecherclans überfordert, ja, in gewissen No-Go-Areas bedroht ist bei Erscheinen, erwähne ich jetzt hier nur am Rande. Dass in all diesen Belangen und bei nicht stattfindender Aufklärung und Bestrafung all dieser Scheußlichkeiten hier auf Erden keine Gerechtigkeit wohnt, denke ich, braucht nicht näher angesprochen zu werden. Derjenige aber irrt, der glaubt, dass es keinen anderen Ort, keine andere unserer irdischen Macht enthobene Singularität, keinen anderen unentfliehbaren, nicht einmal durch den persönlichen Tod, den jeder von uns früh genug erleiden wird, keinen anderen unentrinnbaren Ereignishorizont geben könnte, der einst, wo durchaus eine Umkehr der hier allerorten schlimm im Argen liegenden Unaufgeklärtheiten und des Unrechts unbestechlich und wahrheitsgemäß geschehen könnte. Die Hoffnung stirbt bekanntlich auf Erden zuletzt. Doch es könnte quantenphysikalisch bereits erahnbare, hochenergetisch angesammelte Orte geben, Stichwort Burkhard Heims, mathematisch bereits berechnete
12 Dimensionen Erkenntnisgleichung zum Beispiel, im Netz gut erklärt von Professor Illoprand von Ludwiger, wo dem alten menschlichen Urerzfeind-Ehepaar Herr Tod und Frau Vergänglichkeit die Auswanderer bzw. die Entlassungspapiere überstellt und ausgehändigt werden könnten. Fakt ist, nicht einmal Premium-Atheist und Mr. Gotteswahn-Verspotter Richard Dawkins, der die Erkenntnisweisheit, was danach sei, glaubt, mit Löffeln gefressen zu haben, gleich gefolgt von Michel Onfray, Michael Schmidt-Salomon, Philipp Möller, Susan Neumann, Tillmann Knechtel und einigen anderen Damen und Herren, die partiell mit Kirchenverbrechen Aufdeckarbeit durchaus Recht haben und Gutes tun, aber anderswo das Kind total mit dem Bade auszuschütten belieben, und zwar ohne den geringsten Beweis für ihr Ausschütten vorzulegen und zu besitzen. All diese müssten anhand der ungeheuren Tatsache, dass alles Sichtbare im Kosmos nur ca. 5% ausmacht und das Mega-Rätsel-Monolithe Odyssey 2001 im Weltall lässt grüßen, wie dunkle Energie und dunkle Materie existieren, zugeben, dass dadurch alles wieder offen und nahezu alles später möglich sei. Ein altes Grundproblem westlicher Gesellschaften scheint folgendes zu sein. Nahezu überall bei zahllosen Produkten wird Erotik dazu benutzt, zum Bewerben, zum Anlocken, zum Geldverdienen, zum Verkaufen, bei Automessen, bei Dolce & Gabbana, H&M etc. Doch, da es fast keine intakten Familien mehr gibt, sondern fast nur noch Patchwork und mehr oder weniger unglücklich Alleinerziehende, sowie explosionsartig wie Pilze aus dem Großstadtboden schießende Single-Haushalte, in Zeiten, dass selbst One-Night-Stands, Krankheit, Einfang, Droge mehr seltener werden und Swingerclubs und Fetisch mehr beplaudert, als lange durchgehalten und praktiziert werden, in Zeiten, wo Salvador Dalis, der große Masturbator, Hochkonjunktur hat, dank YouPorn etc., in Zeiten, wo alle nur denkbaren, gerade auch tödlich verbrecherischen Snuff-Parasitäten im Darknet einloggbar und betrachtbar sind, da stellt sich die Frage, welche zusammenbleibenden und nicht sich entfremdenden, schlimmstenfalls Amok laufenden Elternteile leben eigentlich noch jahrelang in intakter Beziehung ihren Kindern vor, wie gesunde, natürliche, liebevolle und dennoch meinetwegen auch versaute und scharfe Erotik 2.0 aussieht und ehrlich vonstatten geht. Wie sagte hierzu Goethe so schön, man könnte erzogene Kinder haben, wenn denn die Eltern erzogen werden. Statt dass die westlichen Gesellschaften ihre Doppelmoral bezüglich Sexualität abbauten, für Werbung gut, fürs glücklich machende Ausleben schlecht, siehe Homosexualität, Anfeindung und Masturbationsbannflug der katholischen Kirche, wird in Realität, speziell bei Flüchtlingen,
alles knastmäßig Einsperrende versucht, um Befriedigung, um Sex und Erotik zu verhindern. Dass orientalische Gesellschaften viel schlimmer dran sind, ist eine andere bittere Realität. Sei der Sexualtrieb, speziell bei den XY-Chromosomenträgern, in den ersten Jahrzehnten noch so stark, beginnen die meisten Herren der Schöpfung spätestens mit Überschreiten des 50. Lebensjahres künstliche Potenzmittelchen außen vor gelassen, denn man muss nicht wie der geschätzte Hugh Hefner alle 2 Minuten auf seinem Phallustier- und Marshallstab ein anderes süßes Bunny sich die rote Möhre schälen lassen, beginnt man also ab der 50 das sogenannte Seid fruchtbar und mehret euch mit naturgemäß etwas anderen Unterleibsaugen zu betrachten. Was nützt es dann beispielsweise, einem Boss, das Geld wie Heu habenden, aber trotzdem niemals in die obersten Ränge der Champions League vorstoßen könnenden bayerischen Fußballvereins, wenn man dann eine Frau besitzt, die wie die eigene Großmutter aussieht? Und wie lautet nebenbei gefragt die Ablösesumme für wahre Liebe? Wahre Liebe mit H in der Mitte? Ist wahre Liebe nicht der Champion? Und bestünde nicht Gefahr, dass wer sich auf wahre Liebe, wahre ohne H in der Mitte, Achtung Wortspiel, versteift, dass dessen Bekanntschaft mit Gonorrhoe, Trippe, weicher Schlanke etc. bis hin zu AIDS viel bedrohlicher und näher rückt, als einem lieb sein kann? Und was am schlimmsten ist, es flieht mit 7 Meilenstiefeln ihm die geheimnisvolle Tschechina. Zur Verdeutlichung, was die Tschechina sein kann, sie entzieht sich jeder präzisen menschlichen Definition. Und ich darf versichern, fragen Sie bitte jeden Juden im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim, also jeden frommen Juden, die Tschechina ist ihm wichtiger und wertvoller als jegliche menschliche Karriere, als jegliches BWL-Studium oder monetäres Vermögen, wichtiger beispielsweise auch als Hugh Hefners Playboy-Menschen. Dennoch bietet einen guten Einstieg in eine Annäherung hierzu Wikipedia. Geben Sie bitte einfach Tschechina ein. Eine andere Annäherung an Tschechina möchte folgendes Gedicht geben. Die Quelle hierzu, abgedruckt im Buch namens In der Sprache der Toten, Band 1, ISBN 38 11 24 20 5, auf Seite 551. Das Gedicht heißt Das Schem, es ist dem Theologen Hans Küng gewidmet. Schem bedeutet der Ewige. Sie wissen, wer damit gemeint sein kann. Ha-Schem heißt dann der Name, das ist auch der ewige Name gemeint. Das Gedicht beginnt Das Schem für Hans Küng. Aussprechend die Worte des Schem wird Schweigen dem Himmel. Worte aus göttlichem Mund nähren den Engel, die dich verbergen, Menachem. Ein Haar gezogen aus Milch,
So löst sich die Seele vom Körper, Binaya. Das nennen die Alten den göttlichen Kuss. Jede gute Handlung schaff einen Engel, der am Mensch niedersteigend ihn keinmal verlässt. Sei's beim Gang über die Brücke beim Feuerfluss, sei's, dass ein Lautwerk an Stille auf Armen das menschliche Sternbild tragend uns schwarz unterbricht. Gedichtende. Am nächsten kommt also der Schechina die Umschreibung tatsächliche Präsenz Gottes. Doch der Finger, der auf den Mond zeigt, ist bekanntlich nicht der Mond. Hier mitten im Raum, wo zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Sicherlich ist die Schechina auch mit unserem Schutzengel verwandt, insofern man zulässt, dass Schutzengel überhaupt existieren. Ich ahne, welche Frage gleich am Horizont aus Zweifel bei manchen aufscheint, wie eine schwarze Sonne. Schutzengel, wo warst du in Auschwitz, in Vietnam, im My Lai-Massaker, in der Schlucht von Babi Yar etc.? Womit wir bei der Theodizee-Frage angelangt sind, die da lautet: Vorausgesetzt, es gäbe einen allmächtigen Gott. Weshalb hat das Böse dann derartige Macht? Weshalb existiert dann überhaupt noch das Böse? Oder bildet laut kabbalistischer Theorie und dem Zohar, dem Buch des Glanzes in der Kabbala, nach dem Sprung der Gefäße das Böse etwa einen Teil des höchsten Wesens ab? Auch ich bekenne, ich habe keine schlüssige Antwort. Glaube wäre hinfällig und obsolet, wüssten wir dieselbe. Die Existenz des Bösen in der noch momentan diesseitigen Welt, auch wenn ich nicht weiß, warum diese Negativkraft derart stark ist, beweist für mich allerdings nicht die totale Abwesenheit oder gar Nicht-Existenz eines möglichen Gottes. Wo das Wissen endet, beginnt bei manchen der Glaube. Und das menschliche Wissen endet bekanntlich sehr schnell. Wir wissen nichts wirklich Essentielles bisher, sagen wir in einer Woche, über die Funktionsweise des Gehirns. Wir wissen nicht in zwei Wochen, wie das Wetter ist. Wir wissen nicht oder nichts in drei Wochen über den Fortbestand der Liebe. Und wir wissen bzw. kennen auch in vier Wochen nicht unsere nähere Zukunft noch die Kurse an der Börse. Die oben mit Auschwitz angesprochenen bösen Gräueltaten hat nicht Gott persönlich verbrochen. Sollte der Paulussatz stimmen, und keine Erfindung noch schmückendes Beiwerk sein, der da lautet: Siehe, wir werden alle verwandelt werden. Wenn also solch Ungeheures einer höheren Entität gelänge, dann ist nicht gesagt, dass die durchs Böse verübten Zustände für alle Zeiten der Gestalt so bleiben müssen,
oder Gültigkeit für die Ewigkeit besitzen. Ich denke hierbei auch an die Ermordung der Geschwister Scholl, ihrem Philosophieprofessor und anderen. Oder wie Goethe es ausdrückt, das unsichtbare Geistige ist nicht zusammengesetzt, unsere Seele auch nicht, kann also nicht getrennt werden und bleibt also nach dem Tod. Und Immanuel Kant formuliert, der Anfang des Lebens ist die Geburt. Dieses ist aber nicht der Anfang des Lebens der Seele, sondern des Menschen. Das Ende des Lebens ist der Tod. Dieses ist aber nicht das Ende des Lebens der Seele, sondern des Menschen. Geburt, Leben und Tod sind also nur Zustände der Seele. Und noch einmal Goethe vom 2. Mai 1824. Ich habe die feste Überzeugung, dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur. Es ist ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unseren irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet. Und abschließend Quantenphysiker Erwin Schrödinger. Dennoch dürfen wir behaupten, dass der Geist nicht durch die Zeit vernichtet werden kann. Manche Zitate mögen weit davon bereits genannt sein, dürfen aber der Wichtigkeit halber wiederholt werden. Wer persönlich tiefer im Alltag in die Geheimnisse der Schechina eintauchen, ja, ihre Wirkkraft am eigenen Leib erfahren will, der möge bitte folgenden Imperativ testen. Doppelpunkt. Lebe so, dass dein Leben jederzeit den Geboten der Schechina folgend dein Frommsein befördert. Wer aber die Schechina leugnet, sie als Dichtung, Betrug oder gar als Wahnidee abtut, der möge bitte auf seinem ihm gemäßen Wege so fortfahren. Weder bietet die Schechina sich an, noch drängt sie sich jemanden auf. Dies ist auch kein Missionierungsversuch, sondern bestenfalls eine Einladung zum Eigentest. Aber nur für solche Menschenkinder, die ehrliches, vorurteilfreies Interesse und positive Neugier an Selbsterfahrung sowie Sinn für Annäherung ans Inkommensurable und Numinose, sprich Spiritualität, besitzen. Jene Bereiche eben, wo menschliche Beweiskraft oder logische Definition und Bestimmungsversuche sich als unwirksam erweisen und transzendiert werden. Hin an die Bereiche unbestechlicher, nicht käuflicher, unmanipulativer, echter und höchster kosmischer Liebe.
Liebe aber nur erscheint als Symbol. Denn diese Erfahrung ist in Wahrheit nicht verbal ausdrückbar, sie ist nur im Ansatz erfahrbar. Doch in Wirklichkeit ist sie unnennbar und viel mehr. Wie Lao Tse im Tao Te Ching ausdrückt, der Name, der genannt werden kann, ist nicht der wahre Name. Der Weg, der benannt werden kann, ist nicht der wahre Weg. Auch hierbei sei bitte jedem es selbst überlassen, einen Sinn in solchen Worten zu suchen, zu finden oder eben auch nicht. Und solches gilt bitte auch für das Folgende. Wer immer sich auf wahre Liebe einlässt, auf wahre ohne H geschrieben, und hier sind nicht private Bettrollenspiele gemeint, wer potenziell säe und erntbare Liebe zu billig oder teuer käuflicher Ware degradiert, ummanipuliert, sie austrocknen und versanden lässt, unveredelt, er oder sie betrügt sich und sein Leben dadurch ums Allerwesentliche, nämlich ums Mysterium. Mysterien und Geheimnisse sind die versteckten Ingredienzien, die das unaufschlüsselbare Rätsel echter Liebe ausmachen. Von der scheinbar geringsten, niedersten Liebe des Wurms, der Ameise, des Nacktmolchs, über die im mittleren Sektor sich befindende zwischenmenschliche und vitale Liebe, bis hinauf zur höchsten, scheinbar grenzenloser Ausdehnung fähigen, kosmischen, mystischen Liebe, die sich aller menschlichen Begrifflichkeit und Ratio entzieht, aber im Ansatz beglückend, halikonisch erfahrbar ist, in einer Ausdehnung so hoch wie das Weltall über die Erde sich streckt. Dies ist völlig zu Recht, wie der Engländer, Ex-BBC-Moderator, Vorstandssprecher der britischen Grünen-Partei, Investigativjournalist und Gesellschaftsskandalaufdecker, Bewusstseinsforscher und Visionär David Icke in seinen zwei überaus wichtigen Büchern Die Wahrnehmungsfalle Band 1 und Band 2 schreibt. Und mit dies ist die Liebe in all ihren Epiphanien und Daseinsstufen gemeint. Die höchste, die geheimnisvollste, die alles und jedes toppende Urkraft, dieses uns allen bisher nur in winzigsten Bruchteilen bekannten Universums. Ein Wort der Versöhnung an alle Gegner und Ablehnenden von David Icke. Nobody is perfect. Das gilt, wenn wir ehrlich sind, selbst für uns, und das gilt auch für David Icke. Manche lehnen den Engländer komplett ab, weil meiner Einschätzung nach ca. 10% seines Werkes, nennen wir es die Mond Matrix Reptiloid Saturn Shapeshifting Queen Elizabeth verwandelt sich bei gewissen Ritualen Theorie durchaus auch Grenzwertiges enthält. Aber man muss den ansonsten sehr verdienstvollen, weltweit durch 8 bis 10 Stunden dauernde Vorträge den berühmten Investigativaufklärer deshalb komplett ablehnen, wirft man von 100 Reiskörnern
alle 90 Weiße weg, nur weil sich eventuell 10 schwarze Körner einschleichen? Ob jemand an Reptiloide oder an Auferstehung von den Toten glaubt, ist die Differenz auf den ersten Blick tatsächlich so riesig verschieden? David Icke hat schon 2 Jahre nach 9/11, also 2003, ein investigatives Aufklärungsbuch über den Inside-Job am 11. September 2001 geschrieben und als Alice in Wonderland or the World Trade Center Disaster veröffentlicht. Das ob seiner Treffsicherheit und Wahrheitsfindung Staunen macht. Er hat ebenso in Büchern wie The Biggest Secret lange Zeit bevor der Mainstream partiell dahinter kam, die unglaublichen, engen, fast familiären Freundschaftsbeziehungen und unzählige Fotos beweisen das, des mehr als 100-fachen Kinderschänders und Nekrophilen Jimmy Savile zum Prince of Wales, unserem Prinz Charles, zur englischen Königsfamilie insgesamt und zu deren Blutlinienverwicklungen aufs Wahrheitsgetreueste schriftlich belegt. Allen Wahrheitssuchern und jedem, der einen sehr tiefen Blick in den Abgrund hinter die Dinge tun will, all diesen sei speziell David Icke's Die Wahrnehmungsfalle, Band 1 und 2, noch einmal aufs Dringendste empfohlen. Es ist keinesfalls übertrieben festzustellen, dass jede Leserin und jeder Leser nach Lektüre allein dieser 2 dicken, spannenden, mit zahlreichen Fotos illustrierten Bücher diese unsere Welt mit anderen Augen betrachten wird. Und man braucht Mut, sich diesen übrigen 90% verifizierbaren Wahrheiten, abzüglich jenes 10% grenzwertigen, zu stellen und durchzuhalten. Ebenso ähnlich bedeutend, wenn man über aktuelle Gefahren der Digitaltechnik sich aufzuklären wünscht, ist das im Hansa Verlag erschienene Buch von Mark Goodman betitelt Global Hack. Könnte es nicht sein, dass jene auf allen Kontinenten und in allen Jahrhunderten und Jahrtausenden auf manchmal ganz subtile, ja versteckt sich äußernde und manchmal nur in wenigen Einzelindividuen, Mann wie Frau, vorkommende und sich durch gewaltigstes, unübertreffbares manifestierende kosmische Fundamentalkraft, wenn auch nur unzureichend Liebe genannt, einen zwar nicht wissenschaftlichen, aber wer Augen hat zu sehen und wer Ohren hat zu hören, individuellen Einzelbeweis für die tatsächliche Existenz eines gewissen, ansonsten für die Masse der Erdbewohner, unsichtbaren, allerhöchsten Wesens darstellt? Ein hohes Wesen, das sich vorerst vornehmlich nur beispielsweise werkemäßig getreu dem Grundsatz, an den Werken sollte sie erkennen, durch Herauspicken, Erwählen oder Begnadung gewisser Einzelseelen zu offenbaren beliebt, dabei jeweils die Normen, Festlegungen und Grenzen
jeglicher bürgerlicher Gewöhnlichkeit durch einmalige Werke weit aufsprengt und alle My Home, My Castle Normalität in riesiger Distanz uneinholbar hinter sich lässt, manchmal prämortem, oft auch postmortem oder nach langen Jahrzehnten des völligen von Mit- und Nachwelt-Vergessenseins. Ich nenne nur einige wenige dieser Auserwählten, bei denen aus Gründen, die weder Wissenschaftler noch Weise zu klären in der Lage sein werden, und auch dies ist der Faktenbeweis für die Wirkkraft und Existenz des unenträtselbaren Mysteriums, manche heißen es Gott, wo also bei diesen, nennen wir sie ruhig und völlig zutreffend, Genies, die aktiv, dämonisch, positiv oder negativ sich auswirkende Urkraft der Schechina hammerhart, manchmal ein kurzes, manchmal ein langes Leben lang zuschlagen und auch durch niemals bezweifelbare oder in Abrede stellen könnende Werke sich offenbart und Zeitgenossen wie nachfolgenden Menschengeschlechtern unaussortbar und vor allem nicht wissenschaftlich widerlegbar und nicht wegdiskutierbar für die Restdauer der irdischen Zeit hinterlassen haben. Ich nenne also Hildegard von Bingen, Jakob Böhme, Beethoven, Bach, Mozart, Wagner, Chopin, Scriabin, Sorabji, Sophokles, Platon, Hölderlin, Shakespeare, Rilke, Goethe, Nietzsche, Dostoevsky, Tolstoi, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Van Gogh, Leonardo, Raphael, Michelangelo, Dali, Paul Delvaux, Ingmar Bergman, Hitchcock, Kubrick, Andrei Tarkovsky, Sergei Parachanov, Einstein, Albert Schweitzer, Mutter Teresa, Gandhi, die Fab Four, Michael Jackson und. Diese wenigen mögen reichen für den Existenzbeweis höherer Kräfte, die jegliche minderbemittelte, langweilige, unkreative, sogenannt erstrebenswert und fast überall gepriesene Normalität zerschmettern. Denn gegen echte, vom höchsten Wesen auserwählte Genies ist nur ein einziges Kraut gewachsen: der Tod. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und dennoch, im Vergleich mit uns Normalos, wenn man ihre werkmäßige Hinterlassenschaft, selbst an noch gar nicht geborene Menschengeschlechter bedenkt, welch ein Unterschied! Dies soll eine freudvolle Feststellung sein, im Fall, dass uns eins von deren Werken bereichert, inspiriert, beglückt und gefällt. Und was dies nicht sein soll, ist narzisstische Kränkung. Genieße ich persönlich eines von deren Werken, und die Liste derjenigen im Laufe der Jahrtausende ist hierbei lang. Im Gegensatz zu dem Wort, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt, dann kommt es mir persönlich jedes Mal so vor, als tragen all diese bis aufs höchste gesteigerte Produktiven, denn auch so definiert sich Genie, ein unsichtbares T-Shirt
unsichtbares Hemd, Rock oder Leibchen oder Wams, wo der Höchste mit für uns Normalos unsichtbarer Tinte in Geheimschrift eingetragen hat, aber all diese Auserwählten sahen und sehen diese Schrift täglich klar und deutlich lebenslang vor Augen. Diese Geheimschrift besitzt nur zwei einzelne Worte. Sie lauten: God first. Und auf besonderen Wunsch nach global-digitaler Ergänzung, versehen mit jenem ernst gemeinten Zusatz: Aber bitte, wer dies verspotten oder berechnen will, nur zu. Der Zusatz ist bekannt und lautet: Lebe so, dass dein inneres Leben jederzeit, trotz Wahrnehmung der äußeren Pflichten, den Gaben der Schechina folgend, täglich und lebenslang dein Frommsein befördert. Und wenn die bösen Buben locken, dann folge ihnen nicht.